Hallo und herzlich willkommen wieder mal bei Altipick 2. Gibt's ja gar nicht, schon wieder eine Folge. So, ja, wir sind wieder im Geschehen und wir haben ja endlich alles hier fertig gemacht in den letzten Folgen. Ist nämlich jetzt fertig für die Aufnahmesession. ME-System haben wir gemacht. Wir haben das Jetpack gemacht. Was ich noch gemacht habe, ist hier eine bessere Verkabelung angelegt, dass man hier nichts mehr sieht, weil ist der Storage-Bus kommt jetzt einfach von unten und dann wird das hier drunter eigentlich verlegt, dass es passt. Und so sieht es deutlich besser aus. Hier haben wir unsere Minecamp-Sachen aufgestellt. Ich habe die Wände besser gemacht und auch schon das Ganze mit Strom versorgt. Und das werden wir nämlich heute auch schon zur Anwendung führen, wenn wir soweit kommen. Aber erstmal geht es darum, die Baumfarm mal ein bisschen schöner zu machen, weil es wird so viel Holz da reingepumpt und das soll nicht mehr vorkommen, weil es wirklich ziemlich krass ist, was den Holzbestand und den Setzlingbestand angeht. Deshalb müssen wir uns erstmal eine kleine, ein bisschen Gedanken drüber machen, was wir hier mit diesen Rubber Samplings machen, weil hier dieser Reinforced Servo, der pumpt gar keine Dingens, also keine Setzlinge mehr rein, weil hier die Kiste komplett voll ist. Und das darf natürlich nicht so bleiben, weil wir haben viel zu viele Setzlinge. Entweder müssen die einfach alle reingepumpt werden. Gut, jetzt gibt es hier gar keine mehr im Plan, da ist natürlich auch nicht so das, das Richtige. Deswegen muss auch dieses Ding weg. Dieses Emerald Rohr war irgendwie falsch, es lief irgendwie damals besser oder anders zumindest. Das kann nicht so bleiben. Deswegen nehmen wir mal was Neuartiges, haben wir noch nie benutzt. Auch was Nettes von Thermal Expansion. Einen Retriever, der das Ganze nämlich stockt, wie viel man braucht. Und die Kiste sollte trotzdem noch vorhalten, weil immer noch so viele Setzlinge verbraucht werden. Irgendwann wird natürlich die Kiste voll, das muss man halt immer wieder auslernen. Also, aber weniger auf jeden Fall, viel weniger. Weil die Setzlinge werden jetzt auch aktiv verbraucht. Ja, hier brauchen wir überhaupt erstmal nichts draus. Wir gucken erstmal, wie man einen Retriever macht. Wir machen direkt ein Signal um. Ah, ja, ja, hahaha, super toll. Oh ja, super toll, Enderium, oh, wie schön. Ist das schön, Enderium, ich liebe Enderium, weil wir so viele Enderperlen noch haben. Das ist ja richtig beknackt. Haben wir nicht noch einen Servo eigentlich? Weil der Servo dürfte ja eigentlich das auch tun. Einen normalen Servo haben wir. Wie macht man sich denn die? Brauchten die... Ach, ne, sind alles Retriever. Ich dachte, dass die Servo ist doch ganz anders, ne? Ich glaube, der dürfte sogar auch reichen, weil wir brauchen ja nichts. Ich dachte, wir wollten immer ausprobieren. Aber ein Servo ist vielleicht sogar besser. Weil mit einem Retriever kann man einstellen, wie viele Items in einem Inventar enthalten sein sollen. Das ist aber vielleicht eher praktisch, wenn man halt eine bestimmte Anzahl da drin haben möchte. Wir wollen das ja einfach voll pumpen, bis es voll ist. Und so wie es aussieht, macht das der Servo allein schon. Deswegen ist das ja locker easy möglich. Signalum Servo. Ach, die machen wir einfach so. Können wir uns das machen? Ja, gut, dann. Locker easy. So, rein damit. Weg damit. So, da haben wir schon Signalum Servos. Ach, ein Hoch auf ME. Ein Hoch auf ME. ME. So, das sieht ungefähr. Boah, die geilste Musik von Kevin. Sollte verboten werden. Aber die Musik ist doch ganz gut. So, hier machen wir das ganz schön. Wir haben Reinforced, ja, Signalum hier für den Sieg. Brauchen wir vielleicht nicht, aber wir sind die Rich Niggers. Wir können das auf jeden Fall. Ach ja, was versuche ich hier gerade? Was versuche ich hier gerade? Wie wär's mit einem, wie wär's mit einem Item Duct? Fluid Duct, Energy, Energy. Hardened Flux Duct. What the fuck? Haben wir keine Item Ducts mehr? Das kann mir doch keiner erzählen. Donald Item Duct. Donald? Ja, Donald, genau. Ich dachte, ich hätte den Witz falsch gemacht. Na, egal. Witze gehen trotzdem noch nebenbei. Das geht gar nicht. Auch wenn man gar nicht drüber nachdenkt. Entweder bin ich ein Genie oder ein absoluter Spasti. Da bin ich irgendwie genau zwischen, glaube ich. So viel Flachwitze, genau wie der Merlin. Entweder ist er wirklich ein Genie oder ein kompletter Spasti. Ich bin mir doch nicht ganz sicher. Ja, was suche ich hier nochmal wieder nach Duct? Ich glaub's einfach nicht, dass wir kein Dingens mehr haben. Wo sind die alle hin?
zumindest diese dämliche Emerald Pipe nochmal weg. Ja gut, dann holen wir uns halt ein Item Duck. Die sind ja scheiße billig, sofern ich weiß. Das waren eben nur Blei und da sonst was. Item Duct. Oh, die Opaque. Ja, wahnsinnig schwierig. So, wir haben tatsächlich alle verbraucht. So, Emerald, die Round Robin Pipe. Die müsste ja eigentlich rund sein. Und Round Batman Pipe. Oh Gott. So, ein Quatsch. So, dann tun wir ein Item Duct. Zack, ein Servo. Der das Ganze, ja, ignore Mod Owner, ja, das ist ja egal, use MBT, nö, Quatsch, use Metadata, Quatsch, Blacklist, ja, keine Blacklist, eine leere Blacklist, ja, gut, enabled high, Dings, macht der immer. Der dürfte jetzt ja eigentlich aufhören, wenn da kein Platz mehr ist. Der müsste das jetzt sofort, genau, ja. Das macht er genauso, wie er soll. Aber trotzdem müssen wir den ganzen Kack mal ein bisschen entlernen, weil das Ding ja überfließt fast. Das ist das Mindeste, was wir jetzt erstmal entlernen. Steuerung, Shift und Klick. Packt alle Items vom selben Typ in ein nahegelegenes Interface. Dann machen wir noch das ganze Inventar hier voll. Sortieren den Scheiß. Und jetzt können wir Steuerung, Shift, Klick. Ja, das klappt in der Hotbar, klappt das nicht. Aber sonst halt im Inventar. Gut, okay, dann sind wir eigentlich fertig. Da können wir jetzt hier... Tschüss. So, und das ganze Zeug von dem Sludge, der Merlin, der sagt ja, oh, mach dir einen Sludge-Spoiler, du verschwendest so viel. Ja, gut, meinetwegen. Machen wir uns halt einen Sludge-Spoiler. Da ist er, der feine Herr, der ist auch gar nicht teuer. Wir brauchen ein bisschen Plastik mit dem Gummi, ist das jetzt nicht mehr so schwierig. Das gehen wir am besten unten ans E-System. Also im Gegensatz zu Machinist Workbench ist das Ding ja ein Heiland, ganz ehrlich. Aufnahmezeit, 7 Minuten, wunderbar. Ich muss auch unbedingt das links oben mit dieser, mit dem Redstone-Jetpack-Dingens, muss ich unbedingt ändern. Plastik, haben wir Plastik? Woher das Zeug auch immer kommt, ich weiß es nicht, aber hierbei fällt es gar nicht auf. So, Plastik, Sheet. So, ein Machine Frame, zack. Wir haben nicht das Ding, aber das kriegen wir auch ganz leicht her. Haha. Oh, ist das gut, das klappt, also... Das ist das schnellste Crafting, also noch schneller. Also das Machinist Workbench war, glaube ich, das langsamste Crafting. Boah, und ich müsste mir jetzt eigentlich mal die Nase putzen, bis gleich. Ah, schon deutlich besser. Ach ja, Allergie macht Spaß. Vor allem, wenn man sein Allergiemittel vergisst. Naja, Eisengears, Eisenframes, nein, die möchten wir nicht. Die gehen ja auch so. Zwei, ja, wir haben so viel Eisen, ganz ehrlich. Eisen ist wirklich kein Problem, zum Glück. Das darf auch kein Problem sein eigentlich, sonst haben wir echt ein Problem. Ach, was? Nee, das ist ja wirklich ein ordentliches Problem. Ja, gut, dass das hier auch nicht die Typen nimmt. Da war mir die Machinist Workbench schon ein bisschen zu pingelig. So, das dürfte es reichen, ne? Sludge-Spoiler, wunderbar. Gut, den einen machen wir sogar wieder. Rein damit. Ja, macht Spaß. So, Sludge-Spoiler ist fertig. Energie kriegt es ja noch nicht, aber wir können es natürlich... braucht es überhaupt Energie? Ja, klar, braucht Energie. Ich dachte, sonst wäre es ja ein Wunderwerk. Flux-Duct. Harden Flux-Ducts, die wollen wir alle in unser Inventar haben. Haha, ist perfekt. Also mittlerweile gefallen mir diese Gadgets sehr gut, dass die Sachen direkt weggelagert werden, ist ja sowieso klar. Und direkt ins Inventar kommen, ist wunderbar. Danke an den Herrn Grünsinger nochmal dafür, das ist echt wunderbar. Ja, und jetzt mit dem ME-System ist das natürlich absolut krass. Gut, der Servo sagt, das Ding. Ja, die sollen auch nicht mehr in Konflikt geraten. Wir haben noch irgendwo unseren Ranch, glaube ich. Oder wir können den am besten hier hin tun. Ah, nee, da. Ah, nee, wir tun den hier hin. Stimmt, Energy Conduits haben wir dafür verwendet. Hoffentlich haben wir noch Conduits. Oh, jo, ganz viel. Ja, 20, mehr so viel werden wir nicht brauchen. Klar, die haben wir hier benutzt. Es ist ja noch einfacher. Sagen wir einfach zack. Und dann kommt hier einfach der werte Herr Boiler hin. So, dann müssen wir uns mal einen Ranch holen. Das Kackding macht doch Schaden, oder wie ist das, ne? Weil das stinkt wie Hulle. Perfekt. Nimmt das den Sludge schon auf? Das ist die Frage. Ja, bestimmt, wenn noch die Pipe dran hängt. Oh, Mann, ey. Bisschen mal mitdenken, ganz ehrlich. Arbeite. Müsste doch eigentlich klappen, oder nicht? Oder braucht man dazwischen unbedingt ein Fluidakt?
arbeite dieser Scheiß denn jetzt nicht? Komm. Einmal im Leben sollst du jetzt mal arbeiten, wenn du, wenn es wirklich mal gewollt ist. So, Void Fluid Pipe kann auch schon mal weg. Strom. What the fuck? Strom kriegt er, ja? Naja, ach, klar, klar. So. Ja. Hunger und Gift. Der beste Ort für so einen Slush-Spoiler. Alter, wie lange Hunger, ey, ganz ehrlich. Nicht, dass die Schweine da vergiftet werden. Naja, gut, aber wir haben unseren Slush-Spoiler, der uns schön vergiften wird. Auch von hier oben. Boah, ey, ganz ehrlich, der Schnupfen geht nicht mehr klar. Scheiß Allergie, ey. Ja, dürfte aber funktionieren mit dem Sludge. Und... ja, der Output. Ich mache nicht noch eine Ender-Chest dahin. Sagen. Du verpiss dich nochmal kurz. So, machen wir dich einfach dann doch hier hin. Kommt ja auf selbe raus. Hier kann doch wieder der Erdblock hin. Ja, da kann einfach hier der Sludge-Spoiler hin. Oh, das ist aber echt behindert, dass dieses Ding so viel, Alter, nee, da sollst du noch schon dran verbinden. Boah, Alter. Ein Item-Duck brauchen wir noch. Naja, mal gucken, ob der was Schönes produziert. So oft sind wir ja nicht da. Ich wollte ja eh die Baumfarm mal verlegen, damit er nicht so nah ist. Aber jetzt habe ich es eh verkackt. Naja, egal. Wir bräuchten auch so eine Ender-IO-Ansicht, damit man die von der Ferne warten kann. Kann man jedenfalls an das Fenster gehen, ohne vergiftet zu werden? Ja, das kann man. Blödes Ding. Naja, egal. Macht uns auf jeden Fall schön Erde und andere lustige Sachen. Ja, und wir brauchen dafür eigentlich auch noch eine Sache, damit das ganze Holz ja auch automatisch verarbeitet wird. Wir sind ja keine Weicheier und wollen das jetzt machen, müssen das alles manuell machen, das wäre ja behindert. Und dafür brauchen wir eine, ja, boah, hier brauche ich nicht gucken. Eine Precision, Precision Dingens. Sawmill, genau, von Mechanism. Das macht Spaß, denn dieses Precision Sawmill, die kann auch das Gummiholz zu Gummi machen, glaube ich. Also sehr gut verarbeiten. Und das ist eigentlich das Ideale, was wir brauchen. Wir brauchen dafür Stahl und das haben wir nicht. Das ist das Problem. Ja, und wie kriegt man am besten Stahl? Tja, das ist die Sache. Am besten mit Minecam. Lololol. Klar kann man sich auch dieses Stahlding jetzt machen, aber wir brauchen einfach Eisen und Carbon. Und Carbon kriegt man... oh Wunder, aus Kohle. Also es besteht mehr oder weniger aus Eisen und Kohle. Ich weiß gar nicht, ob das Rezept noch geht mit Eisen und Kohle drumherum. Ist uns aber auch persönlich jetzt egal, denn wir können einfach... das Erz, weiß ich nicht. Ich habe auch so viele Sachen. Ah, diesen Eisenrotor, der hat bestimmt doch auch ein bisschen Eisen drin. So richtig, was wir nichts brauchen. Oder halt zum Beispiel diese Light Iron Chain. Und dann holen wir uns ein bisschen kohlehaltiges Zeug. Ja, dieses Kohle-Koks nicht, aber wir haben genug Kohle und wir brauchen sie auch für nichts anderes. Ja, also müssen wir es erstmal untersuchen. Oh, der Rotor. Oh, der hat nichts. Doch, hat er. Eben Decomposer hat der Eisen. So, da hier auch. Decomposer hat der da auch. Lololo, erstmal alles erkundschaften. Zack, 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 zack. So, ja, alles erkundet. Wunderbar. Super Chemist Journal. Jetzt wissen wir es auch. In der Synthese brauchbar das Buch, in der Decomposer aber nicht. Da sagen wir jetzt einfach zack, rein damit. Danke für das Eisen. Ach du Scheiße, der Rotor. Oh, und die Ketten. So, und dann, ja, nicht den ganzen Stack, aber so 8 können wir da reinwerfen. Oh, Alter, es gibt ja genug. Gut, 8 geben schon einen Stack. Das ist doch ganz nett. So, dann werfen wir den Quatsch da rein. Und holen uns unsere Elemente raus. Ist das nicht toll? Eisen und Kohle haben wir. Wunderbar. Und aus dem Eisen und Kohle können wir uns Stahl machen. Wir können mal gucken, wie man Stahl produziert. Steel, 15 Eisen und ein Carbon. Gibt ein Stahl. Wie viel brauchen wir? Wir brauchen noch 4, ne? 15 Eisen. Ach du Scheiße.
Das macht überhaupt keinen Sinn, so von dieser, von der. Das müsste doch wie so 16 sein. Das gibt 1. Dann müsste es sein 60, ne? 60 Eisen brauchen wir. 60. 60 und 4. So müsste es eigentlich aussehen im Dingens. 60 und 4. Oder wie sieht das aus? Muss das wirklich in dieser Form sein? Lang nicht mehr im Mechanismus gemacht. Eisen. Eisen, da. Genau, wir brauchen natürlich dann noch unser lustiges Chemist Journal. Ach, wir brauchen dafür doch auch bestimmt Active Glass Pane. Aha. Nee, das soll nicht aktiv sein. Ich glaube, wir brauchen da erstmal... Ist hier dann Active Ender Pouch? Ja, Ender Pouch. Hast du zuletzt angeklickt. Ja, klar, wir brauchen aber erstmal... wir brauchen aber erstmal ein Steel. Steel Boots. Ah, okay, die können wir ja... Die können wir einfach untersuchen. So. Wow, genau das hat es drin. Und wir wollen diesen Schwachsinn erstmal... Ender Pouch, nein, wir wollen hier... Zack, die Stahlboots wollen wir erstmal desynthetisieren. Kriegen wir auch nochmal ordentlich viele Elemente. So, jetzt haben wir in diesem Synthetisierer haben wir... Hilft uns ja auch nicht weiter. Tolle Stahlboots. Wir gucken mal, wir können uns doch das bestimmt... wie, das war unser einziger Stahl? Nee, war es nicht. Wir können jetzt erstmal diese Stahlsachen hier rausnehmen. Flinted Steel. So, das können wir erstmal in die Schmelzerei packen, den Quatsch. Der nicht geht, weil es keinen Stahl hierbei gibt, weil Sticker Steelworks hier nicht drauf ist. Ja, toll, ein Schwert. Blast Furnace, Geht das hierfür, ist die Frage. Ja, Refined Iron. Okay. Alter, das ist aber so ein Umweg hier, dieses blöde... Wir brauchen unbedingt eine Stahlproduktion. Pyrotium, dein Ernst? Och Gott, ey. Och nö, komm schon. Dann hilft nur noch eins, wir müssten uns ein Uncrafting Table machen. Da, nee, nicht der. Der hier. Sehr schwierig. Hoffentlich crasht der nicht. Like the old days. Aha, so ist das. Tun wir den direkt hier neben. So, dann craften wir den Quatsch halt weg. Zack. Compute. Feed. Ja, Refined Iron. Feed. Wunderbar. Ja, die Modifikation, die war schon im Glow drin, hat da nicht geklappt, aber jetzt klappt sie zum Glück. So, wir haben 4 Refined Iron. Das können wir nämlich uns auch angucken. Zack. Ah, wie toll. So, und jetzt können wir endlich mal was machen damit hier. Genau, da muss man nämlich die Items sich zusammenlegen. Man kann hier nämlich direkt, Alter, wir tun hier nochmal alles raus. So, und jetzt sortieren wir. So, dann nehmen wir uns das Ding. Gehen hier drauf auf Refined Iron. Tun das hier rein. Und kloppen die Kacke da einfach rein. Und können uns ganz schön viel Refined Iron herstellen. So viel, wie halt geht. So, jetzt können wir das Ding wieder rausnehmen und haben noch ein bisschen was übrig. Ja, und so macht man das mit Minecam. Carbon können wir uns anschauen, haha. Kann man natürlich nicht weiter analysieren. So, da können wir hier wieder alles reinpacken. Die Stöcke haben wir zum Glück auch wieder bekommen. Zack, 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 zack. So, jetzt haben wir das Refined Iron natürlich drin. Hat wieder ordentlich Zeit gekostet hier. So, Präzision. Beim Schreiben auch am besten Präzision bewahren. So, zack. Ein Steel Casing. Oben mal löschen hier. Haben wir, warte mal. Haben wir noch dafür was? Haben wir überhaupt diese Basic Control Circuits? Basic. Jo, haben wir. Können wir uns das Ding schon machen? Jo. Die Präzisionssägemühle. Die kriegt natürlich auch Energie aus dem Nether. Das ist so.
Aber vielleicht deaktivieren wir diesen blöden Boiler. Das kann ja nicht wahr sein, dass das jetzt immer so, dass es immer stinkt. Ganz ehrlich. Ah, wir haben auch immer auf Peaceful, weil der Auri immer spielt. Der spielt immer ohne Monster. So, du machst einen feuchten Scheißdreck. So. Gut, Precision Sawmill. Da soll von der Kiste... Ah, ist aber auch Mist mit der Stromzufuhr hier. Da drüber sieht auch total beknackt aus. Man könnte es doch eigentlich so verbinden. Nee, warte mal, die Kiste muss hier weichen erstmal. Ja, die Kiste könnte dahin gehen und dann machen wir hier die Mill und dann kommt das da wieder raus, ja. Ja, machen wir hier die Precision Sawmill hin. Hier kommt dann einfach noch ein Conduit. Ein Conduit hätte ich gerne und das packen wir hier dran. Dann kommt hier die Werte. Okay, die kann sie auch zumindest füllen. Das macht ja nichts. So. Hat genug RF und wir müssen noch akzeptieren. Disabled High. Ja, nee, gar nichts. Side Config. Ja, erstmal alles auf Nichts setzen und links Input Dark Red, genau. Alter Falter, wenn das jetzt immer so klingt. Und es ist. Alter, das. Dieses Sägegeräusch, dann dieser ekelhafte Sludge-Spoiler, so richtig ekelhafte Farben, die wir hier haben. Laut, stinkend, leckend, geht nicht mehr klar. So, okay, jetzt holen wir uns noch einen Item-Duct. Alter, soll schon gegen andere anreden hier. So, zack. Und da hier ist einfach, genau, wir kriegen einfach Rubber draus. Side-Config rechts ist Energy, nein, es ist Output. Energie kriegt es doch ja sowieso, oder wie ist das, ne? Ja, rechts. Hallo. Ich sehe dich doch. Ich muss das neu platzieren. Kann sein. So, jetzt aber. Zack. Ja, perfekt. Output Dark Blue. Ja, wie wär's denn mal? Ja, er kriegt genug Energie. Alter. Boah, das ist laut, ey. So, wir gehen erstmal ratzen, dann gucken wir nachher nach. Warum macht er das jetzt nicht? Brauchen wir schon wieder so ein Servo dafür? Wäre behindert. Wäre komplett unnötig, weil der macht den Output einfach nicht. Das ist doch rechts davon. Alter. Kaum kommt man wieder hin, das ist schon wieder so arschlaut. Side-Config, ja. Output Dark Blue. Ist ja nicht unten, ist einfach rechts. Ja gut, da müssen wir jetzt ein Servo drauf machen. Servo. Ja, den nehmen wir auch den besten. Den haben wir uns ja auch nicht umsonst gemacht. Zack. Weg, weg. Ignored. Ja, dankeschön. Der Servo war doch notwendig. In der leeren Blacklist einfach alles wegnehmen, was da soll. Ja, so ist das nämlich richtig. Und das ganze Holz... Ah, jo, das Gummi kann natürlich nicht da rein. Das ist natürlich eine Sache. Das Gummilein. Gummilein ist nicht so fein. Ja, das gucken wir einfach in der nächsten Folge, was wir dagegen machen. Und gegen die Lautstärke müssen wir, glaube ich, auch was machen. Na gut, das wäre es auf jeden Fall gewesen für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, wir hören dem lauten Sägegeräusch zu bei der längenden Baumfarm und wir kriegen Schaden durch den Sludge-Spoiler. Bis dahin, macht's gut und tschüss.